immer mit Zepter Fackel und eigentlich versuche ich die Mediation zu triggern und dann den und dann das und das. Machen die eigentlich irgendwas? Easy. Dankeschön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also. Ich fühle mich stark. Geistige Gesundheit ist nichts als eine Kraft verlässt. Condition Cancer nennt man sowas auch. Ich fühle mich stark. Gepanzert. Gift. Zu stark. Easy. Nice. Wie er dann noch wegspringt, ey. So. Das war Easy Club. Das war ein Easy Club. Also, so spiele ich den Wächter, Burn. Amulett gepaart mit einer Balthasar-Rune, die den Zustandsdauer und die Brenndauer insgesamt erhöht und mir mehr Lebenspunkte gibt. Insgesamt Schwertfokus. So, jetzt haben wir es. Also Schwertfokus mit Energie und Glut, also weitere Brennen erhöhen, weil das bei mir immer Sinn macht. Und in der anderen Handkombo Zepter Fokus, Zepter Fackel, also so sind wir, Zepter Fackel. Auch wiederum selbe Sigil der Glut und der Energie. Gehen wir das Bild an für sich durch. Ausstrahlung, Tapferkeit, Tugend, Ausstrahlung. Blinde Gerechtigkeit,
Erhaltet die Lichtaura und blendet nahe Gegner, wenn ihr eine Tugendfertigkeit aktiviert. Also jedes Mal, wenn wir das machen. Tugend, warte mal. Tugendfertigkeit. Tugendfertigkeit 1. Also wenn wir die machen, bekommen wir also nicht nur die Möglichkeit, beim nächsten Angriff brennen zu geben, sondern wir blenden auch den Gegner, was hilfreich ist. Und natürlich auch Schütz. Starke rechte Hand, eure Position wird erhöht. Ihr erhaltet erhöhte Kraft, während ihr Einhandwaffen führt. Wir führen in jeder Hand nur Einhandwaffen. Und die Schwertfähigkeiten werden nochmal schneller eingebracht. Da muss ich gerade im Chat lachen, ey. Da fängt schon einer an. Einen coolen POF-Erfolg. Erhaltet die Flamme des Eiferers, wenn ihr einen Gegner kritisch trefft. Von euch zugefügte Brennen haben eine erhöhte Dauer und Fackelfertigkeiten erhalten eine verringerte Wiederaufladezeit. Beides super hilfreich beim Burn Guard. Angriff auf Brennen, der Gegner haben eine erhöhte Chance auf kritische Treffer. Und Brennen, das ihr verursacht, fügt erhöhten Schaden zu. Die eben passiven Effekt von Tugend 1 verursacht den Brenndauer ist erhöht. Also insgesamt ein Buff für alles, was brennt. Tapferkeit. Aegis, wenn ihr getroffen werdet, während ihr unter 50% seid. Geringeres Zerschlagen von Zuständen. Heilzustände und fügt in der Nähe befindlichen Gegnern Schaden zu. Also, das ist quasi das da. Nochmal. Und zwar dann, wenn ihr eine Heilfertigkeit benutzt. Also das bufft euren Healing und nimmt euch nochmal letztendlich auch noch Zustände runter. Ich weiß jetzt nicht genau, was 16 Sekunden Cooldown. Erhaltet Schutz, wenn ihr einen gegnerischen Angriff mit Aegis blockt. Also, Aegis bekommen wir hier und wenn wir blocken, dann kriegen wir gleichzeitig Schutz. Verbündete in der Nähe erhalten Zähigkeit, abhängig von der effektiven Stufe. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so super ist. Kann ich sagen. Aber ich glaube, die beiden anderen sind auch nicht so. Ah, gut, das könnte man natürlich auch machen. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Das probieren wir mal. Das probieren wir mal gleich im nächsten Game. Weil normalerweise sollte ich viel blocken. Damit kann ich blocken und ich kann natürlich mit Aegis blocken. Schauen wir mal. Erhaltet Macht bei Blocken von Angriffen. Das ist auch hier, da pushen wir also unsere Macht. Mediationsfähigkeit heilen euch selbst, gewähren euren Verbündeten Wut und ihr haltet verringerte Wiederaufladezeiten. Ja gut, klar, alles nochmal schneller wieder da. Die Tanei des Zorns heilt euch selbst für kurze Zeit und heilt euch selbst. Die Heilung basiert prozentual auf den Schaden, den ihr versucht. Also ich finde die Mediation hier nicht so gut. Ich behalte lieber das Block drin. Und als letztes die Tugenden. Insgesamt, wenn ich kampfunfähig werde, erhaltet ihr Vergeltung und Aegis. Das heißt, ein Immobilize jeder Art. Beim Aktivieren einer Tugend, erhaltet ihr Vergeltung, die gewährt hat eine erhöhte Dauer. Also jedes einzelne Teil gibt mir Vergeltung. Ihr versucht erhöhten Schaden für jeden aktiven Segen auf euch. Tugend erhalten eine verringerte Wiederauflaufzeit. Also gehen auch schneller. Der passive Effekt von Tugendfertigkeit 1 wird schneller ausgelöst und fügt in jedem jetzt in einem Gebiet Brennen zu. Also, eigentlich ist 1 ja so, dass ich mir die Fähigkeit gebe, Brennen zu verteilen. Jetzt ist so, dass nicht nur das passiert, sondern ich mache auch ein Feld von Feuer um mich rum, wenn ich das so richtig verstehe. Und ich muss 3 Angriffe machen, damit die Auslösung kommt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das einigermaßen umsetzen können, was ich hier so großartig gesagt habe.